Leute, willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Und ja, ich sehe gerade, dass wir irgendwie überladen sind, anscheinend. Oh ja. Brauchen wir das? Also die gebratene Ente brauchen wir auf jeden Fall. Können wir, die ist schlecht. Können wir wegschmeißen. So. Das können wir auch wegschmeißen. Jetzt sind wir schon wieder locker drin, aber ich gucke mal, was wir noch alles theoretisch wegschmeißen könnten. Haben wir eigentlich. Wir haben gar keine Dietriche, ne? Können wir vielleicht bei. Das Theresa, können wir vielleicht bei dem Müller Dietriche kaufen? Vielleicht. Reden wir mal mit Müller Peschek. Ich hätte Interesse, fürs Turnier zu wetten. Aber sicher. Auf was kann ich setzen? Halten wir es einfach. Du kannst darauf setzen, dass du das Turnier gewinnst. Sofern du denkst, dass du das schaffst. Nicht jeder hat das Zeug dazu. Falls du verlierst, ist dein Einsatz weg. Aber falls du gewinnst, bekommst du das Doppelte zurück. Zusätzlich zum Preisgeld von Herrn Hanusch. Eine redliche Sache, oder? Was meinst du? Okay. Na schön, warum eigentlich nicht? Ich versuche mein Glück. Freut mich, das zu hören. Ich wette nur 15. Eine schöne Wette. Hals und Beinbruch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, ich habe genug für die Schulden. Ich habe schon geglaubt, du bist blöd wie ein Pisspot. Her damit. Den Auftrag kannst du aber immer noch einnehmen. Bin schon dabei. Okay, wie viel Geld habe ich jetzt eigentlich noch? 4 nur noch. Okay, dann gehe ich mal zum Turnier, oder? Ja. Ja, mal zum Turnier. Ich esse auch mal. Oh, ich habe nichts zum Essen. Schade. Okay, dann laufen wir mal ein bisschen schneller. Hier hoch. Okay. Das dauert immer ein bisschen, bis man hier oben ist. Das ist eine Burg. Wer ist hier eigentlich? Zwei Wächter ineinander. Okay, eine Bürgerin. Ist das hier eigentlich der einzige Weg, wenn man hier hochkommt? Oh, das ist leid. Ja, ich glaube, das ist der einzige Weg. Man kann sonst noch von hinten reinkommen, aber das ist ein bisschen, naja. Gut, wir versuchen dann auch einfach mal unser Glück beim Turnier, ne? So. So, das sollte ja irgendwo. Ich gehe einfach mal hier durch. Was für ein Turnier ist das? Bogenschießen? Ich glaube schon, ne? Ja. Okay, ich gehe dann mal dort zum Turnier. Ist hier das Turnier? Warte mal, wo ist das Turnier? Dort oben, ne? Ja.
So, wie komme ich dort oben hin? Ach, ich muss einmal rumgehen wahrscheinlich, ne? Hier hoch dann. Oh, ich bin schon wieder einmal außer Atem. So. Wer ist hier? Das ist doch der gute alte Bernhard. Hier ist das Turnier, ne? Herold. Müssen wir uns da anmelden bei ihm? Wahrscheinlich, oder? Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Ich möchte am Turnier teilnehmen. Ich möchte am großen Turnier teilnehmen. Gerne, sofern du das Startgeld aufbringen kannst. Oh. Gemäß Herrn Hanuschs Regeln sind das pro Wettstreiter 60 Groschen. Puh, das ist aber nicht wenig. Tja, das Turnier hast du für all jene, die die Sache ernst nehmen. Wenn du nicht zahlen kannst, war's das. Oh, schade. Jetzt habe ich aufs Turnier gewettet. Da habe ich gar nicht das Geld für. Wow. Warte mal, hier müsste doch eigentlich... Ach, bei Sonnenaufgang, okay. Problem ist, wie komme ich jetzt an Geld? Das ist das Problem. Warte mal, dann gehen wir vielleicht mal zu den Aktivitätengebern da hinten. Hier wird ordentlich gefightet, ich kann leider nicht mitmachen, wenn ich das Geld habe. Na, dann gehe ich mal wieder. Dann gehe ich mal wieder. Hier ist der Schmied. Können wir beim Schmied irgendwas machen? Guten Tag. Wie kann ich helfen? Wegen Rattei? Na, ey. Gott behüte dich. Was ist das hier eigentlich? Scheint so ein kleine Kapelle oder so zu sein. Oder eine Kirche. Ja. Ich gucke nochmal auf die Karte, was ich sonst noch machen kann hier. Naja, gucken wir mal, was es hier alles so gibt. Wer ist hier? Hier ist. Das ist der Jäger. Der Wildhüter. Reden wir mal mit ihm. Beste Grüße. Gibt es hier Arbeit für mich? Gibt es hier zufällig Arbeit für mich? Kommt drauf an. Wie ist dein Gehör? Was? Ich sagte, wie ist dein Gehör? Perfekt. Du brauchst mich nicht anzubrüllen. Warum fragst du denn? Weil es da eine Kleinigkeit zu tun gibt. Aber ich brauche jemanden, der die Gegend kennt und besonders gut hört. Ja. Das sollte ich hinbekommen. Also gut. Mein Freund ist Vogelfänger und er hat mir ein paar seltene Nachtigallen zur Verwahrung überlassen. Sie sind gute Handelsware. Reiche Männer halten sie in ihren Kammern im Käfigen, besänftigen damit ihre Frauen, wenn sie saufen und herumhuren gehen. Verstehe. Das Problem ist, dass die Nachtigallen fort sind. Ich weiß nicht wie, aber die Vögel sind ausgeflogen. Du willst, dass ich sie finde? Warte mal, du verlangst doch sicher nicht von mir, auf der Suche nach Vögeln im Wald herumzuflattern. Nein, das nicht. Zum Glück sind ihre Schwingen gestutzt, also können sie nicht weit sein.
Die Turmwache meinte, sie flogen Richtung Vranik. Ich habe hier Fallen. Damit solltest du sie leicht fangen können. Gut, aber woher weiß ich, wo ich die Fallen aufstellen soll? Angeblich mögen sie Kiefern. Und bei Vranik gibt es einen Hügel voller Kiefern. Da stehen eine Menge Kiefern. Deshalb sollst du ja lauschen. Nachtigallen haben einen unverwechselbaren Gesang. Wenn du in der Nähe eine hörst, legst du an der Stelle eine Falle aus. Sie haben andauernd gezwitschert, während sie hier waren. Ich erinnere mich an die Melodie. Ich singe sie dir vor. Kann's kaum erwarten. Die Melodie geht etwa so. Was? Und sowas halten sich die Leute zu Hause? Das klingt wie eine Katze, der man am Schwanz zieht. Du weißt doch, wie es ist. Die feinen Leute sind eben seltsam. Kannst du dir die Melodie merken? Ich hab die Melodie im Kopf. Ja, hab's mir gemerkt. Ja. Die Fallen. Oder so. Vergiss nicht, sobald du eine Nachtigall hörst, lege in der Nähe eine Falle aus. Nach einer Weile sollte sie hineintappen. Wird gemacht. Okay. Aber wo ist Vranik? Ich weiß es selber nicht. Wir werden das auf jeden Fall machen. So, Spiel gespeichert haben wir schon mal. Ach, Karte gehen wir auf. So, Slide. Wo ist aber Vranik? Warte mal, Questlog. Warte mal. Ich gehe nochmal auf die Karte. Ach, da oben. Oder? Nee. Da ist es nicht. Wo ist denn Vranik? Wo ist Vranik? Steht das irgendwie irgendwo im Warte mal. Zeigen. Okay. Ah, da. Okay. Ja, dann. Machen wir uns mal auf den Weg. Dorthin. Ja. So. Ich gehe auch nochmal auf Questlog. So, jetzt sollte das auch an sein. Aber was mies ist, ich habe halt kein Pferd, so, ne? Damit ist man halt nicht so schnell dort. Ich weiß auch nicht, wo ich ein Pferd herbekommen soll. Aber kann. Ihr sitzt im Dunkeln. Fackeln erhellen eure Stube. Eure Felder liegen brach. Auf meine Hacke. Okay. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Müssen wir jetzt den ganzen Weg hier gehen. Oder was? Topf aus dem Topf essen. Mach ich mal. Bin ich vielleicht nicht mehr hungrig. Och, laden. Es lädt immer so lange. Das ist ärgerlich. Ah, okay. So, jetzt habe ich auch schon keinen Hunger mehr. Das ist ganz gut.
Aber wo bekommen wir ein Pferd her? Weil ich brauche unbedingt ein Pferd. Warte mal. Wir haben nicht mal irgendein vernünftiges Schwert. Wir haben nur hier so einen komischen Knüppel. Na gut. Müssen wir das halt das nehmen, was kommt. Na, ich glaube, so ging das nicht, aber egal. Müssen wir jetzt ernsthaft dahin laufen? Können wir uns nicht irgendwie noch... Auf der Karte steht das nicht, komisch. Dabei ist es noch ein Questlog. Ich gucke nochmal auf die Karte. Okay, da lang halt, ne? Aber warum gibt es hier kein Pferd? Ist mega doof. Dann müssen wir es halt zu Fuß gehen, ne? Kann man nichts machen. So. Und vor allem, wie sieht ein Wächter, die nach bis nach da ganz hinten fliegen? Das frage ich mich auch. So, wir sind aber richtig auf dem Weg, ne? Ja, gut. Das kann noch ein bisschen dauern, aber wir sind schon mal auf dem richtigen Weg. Vielleicht treffen wir auch auf irgendwelche Gegner oder so. Dort unten ist ein Haus. Mal gucken, was hier alles so ist. Oh, hier ist gar nichts drin. Oder? Nee. Gehen wir mal weiter. Vor allem, wir haben auch gar kein Geld, so, ne? Brauchen halt das Geld. Bildstock. Lesen wir mal. Nathan Isaac Kanwabi Kiese, Christopher M. Campbell, Sir Adam Baron of Poland, Alexander Karl Ellsberg. Mhm. Was sollen sie jetzt sagen? Kann man sich eigentlich denn da immer hin teleportieren oder wie? Nee, wahrscheinlich nicht. So, muss ich jetzt hier hoch? Oder wie, oder was? Nee, am besten nicht hier hoch, am besten hier runter. Weiter. Ja. Da hinten ist noch ein Haus, gucken wir da mal, was das da alles so gibt. Gucken wir uns das mal an, ne? Da scheint irgendwie ein Feld zu sein, was gerade nicht bewachsen ist. Könnte ich mir vorstellen. Hier ist auch nichts. Hm. Ja, dann gehen wir mal hier weiter. So. Ganz schön langer Weg, muss man aber mal sagen. So. Aber der Wald sieht schon auf jeden Fall sehr schön aus. Nest.
Weiß nicht, soll ich mal versuchen, das runterzuschießen? Oh, ich habe keine Pfeile. Minderwertiger Pfeil. Ausrüsten. Ach nee. Dann gehen wir halt weiter. Ist mir jetzt relativ egal. Problem ist, ich weiß halt immer nicht, wo ich hin muss. Ah, okay, ich muss über den Fluss hier. Das wird wahrscheinlich ein Spaß. Gibt's hier eine Brücke? Ich hoffe. Okay, Kodex-Eintrag, Lager. Im Mittelalter durchstreiften marodierende Horden unterschiedlicher Größe das Land, darunter Waffenknechte, Briganten, Wachmänner oder auch vagabundierte Einzelkämpfer. Sie lebten in behelfsmäßigen Hütten unter Ständen oder Zelten um eine zentrale Feuerstelle. Manche blieben mehrere Tage in ihrem Lager. Andere errichteten jeden Abend ein neues und reisten am nächsten Tag weiter. Entscheidend für die Auswahl des Lagerplatzes war die Verfügbarkeit von Wasser, Nahrung, Tierfutter und Feuerholz. Sehr selten wurde in Dörfern oder in der Umgebung einer Burg gelagert, da dies dem Adel und seinem Gefolge vorbehalten war. Während des Krieges oder auf der Flucht kampierte man unter freiem Himmel, da keine Zeit blieb, um Lager auf und wieder abzubauen. Die Armeen und der Adeligen lagerten auch an Orten, an denen sich an denen sich die Miliz einer Provinz sammelte, um auf Verstärkung oder Verbündete zu warten. Die am längsten währenden Lagerplätze, manchmal mehrere Monate, dienen dazu, eine Festung oder Feinde zu belagern, die sich auf der anderen Seite eines Flusslaufs verschanzt hatten. Zelte wurden aus Sicherheitsgründen nahe beieinander errichtet, um Wälle oder Mauern zu imitieren. Das größte Zelt im Zentrum des Lagers gehörte dem Kommandanten. In der Nähe waren die Adligen und hochrangigen Waffenknechte untergebracht. Darunter scharten sich die einfachen Behausungen der gemeinen Waffenknechte mitsamt ihren Pferden. In den größeren Lagern gab es zudem eine Feldkapelle, eine Krankenstation und manchmal auch ein behelfsmäßiges Bordell. Einfache Zelte aus dem frühen Mittelalter hatten die Form eines großen A mit einer rechtwinkligen Grundfläche und einem unverwechselbaren Zentralpfosten, an dem zwei Gestelle befestigt waren. Die Zeltwand bestand in der Regel aus Flachs oder Hanf. Der Stoff war bei einfachen Waffenknechten ungefärbt und im Falle des Kommandanten farbenfroh und verziert. Die Männer schliefen auf Matten, Fell oder Leder, während der Adel und der Klerus Reisebetten besaßen. Lange zu lagern stellte eine logistische Herausforderung dar, wobei die Versorgung stets der Verwalter der nächstgelegenen Gemeinde verantwortlich war. Auf feindlichem Boden schickte eine Armee spezialisierte Heerhaufen auf die Suche nach Versorgungsgütern wie Nahrung und Brennholz aus. Gegen einer Armee, der Nachschub aus, war es an der Zeit, einen neuen Ort aufzusuchen oder das militärische Vorhaben aufzugeben. Eine Katastrophe für jedes Lager war der Ausbruch einer Epidemie, da es in diesen Zeiten ohnehin schwer war, vertretbare hygienische Bedingungen aufrechtzuerhalten. Während der Wartezeit auf neue Entwicklungen kam es überdies zu Streitigkeiten, Duellen oder Kämpfen, die zu einem größeren Konflikt auswachsen und damit die Armee beträchtlich gefährden konnten. Daher war im Lager eine Gerichtsbarkeit notwendig, die manchmal drakonische Strafen verhängte. Ach gut. Ah ja. Okay. Das ist anscheinend so ein Lager. Oh. Ich habe leider keinen Dietrich. Das ist sehr schade. Sonst hätte ich mir da mal schon was gesnackt. Hier liegt eine Axt, die kann ich aber leider nicht mitnehmen. Und ja, ich würde sagen, dann geht's aber beim nächsten Mal weiter. Bis dann. Ciao, Leute.